Willkommen zurück zu Let's Play 13. Wer ist da? Ja, wir sind offiziell anscheinend aufgeflogen. Toll. Komm hier, mein Freund. Du hast Glück, du bist derjenige, der überlebt. Ich habe ja immer obligatorisch so ein paar, die ich am Leben lasse. War das nicht gerade noch anders hier? Schnapp ich mir schon die ganzen Sturmgewehre. Jetzt haben wir schon die ersten, die ins Gras beißen. Gut, den Staff-Teil kann ich vergessen. Kommt einfach mal die ganze Mannschaft her. Oh, 28 Fuß. Ausgerechnet jetzt geht's zum Ziel. Unpassender geht's selten. USS Patriot erreicht KAFDMC. Ja. Hat hier noch irgendjemand Fragen? Die kann er mir nämlich jetzt vorstellen. Ausgezeichnet. Das Konzept ist einfach. Du stirbst, ich krieg deine Munition. Zum Glück sind es einfach nur einfache Matrosen, also die stecken ja jetzt nicht gerade sehr viel an Treffern weg. Bis vor die dann in die andere Welt. Wir sind im Torpedoraum. Alarm! Alarm! Den Eingang. So, meine Rüstung ist zwar langsam ein bisschen abgebaut. Alarm! Läuft wohl nicht so gut für euch, was? Der Unterschied ist, der blutet auf den Stuhl. Und die Wand hoch. Yo. Sie kommen hier nicht lebend raus, Roland. Oh, der nächste Boss? Wir werden zusammen mit den Raketen hochgehen. Lieber sterbe ich, als Nummer 1 unser Schalter zu hängen. Ja, mein Freund, der Tempel sterben. Der Tempel sterben lässt sich natürlich einrichten. So, ich doch. Und Nummer 7 hat den Löffel abgegeben. Das ist nicht der richtige Schlüssel. What the fuck? Na, welcher ist es denn? Oh, jetzt habe ich beide verbraucht. Tür ist verschlossen. Oh, ich denke mal hierfür. Haben wir noch ein bisschen Maschinenpistole, die können wir auch noch verbrauchen. Hallo, jemand hier? Jetzt mal bitte offen, ja, alles in die Luft zu hören, wo ich stehe. Das ist nämlich ziemlich warm. So, Captain's Kabine. Harpune?
Einen Schuss habe ich. Ein Koffer voll Geld. Natürlich hat das als Militärtyp hat eine ziemlich bequeme Kabine, aber die anderen alle nicht. Nein, nein, die schlafen in eckigen kleinen Grabkisten. Bin schon dabei. Zack. Der nächste bitte. Ach du Scheiße, haufenweise Munition. Und tschüss. Level abgeschlossen. Yeah! Ta 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 ta. Öffnen Sie die Schleuse und verlassen Sie den Hangar. Was machen die bloß da drin? Uns bleibt weniger als eine Stunde zum Entladen. Wir haben den Kontakt verloren, Colonel. Hat jemand vor kurzem versucht, die Luftschleuse zu öffnen? Sie ist blockiert! Schicken Sie ein paar Taucher. Ich will wissen, was da vorgeht. Keine Sorge. Ihr werdet alle schon sehr bald wissen, was hier vorgeht. Ich kann mich nicht bewegen jetzt. Hi. Sir, wer sind Sie denn? Okay. Das war's dann auch wieder mit dem Schleichenteil. Erwischt. No smoking, please. Besen of Death. Sir, kann ich Ihnen ein wunderbares Objekt vorstellen? Ein Besen. Kann man viel mitmachen. So, alles gesichert. Medipack. Und bin hier wieder fit. Komplett. Fit. Completo mundo. Resolute Alf im irgendwas. Hätte ich mich irgendwo hochentern müssen? Oh, was haben wir denn da? Granaten. Obwohl ich gerade mal so dezent sein muss, dass mich eigentlich. Oh, was haben wir denn da? Granaten selbst jetzt eher weniger interessieren. Ich bin eher so der TNT-Mensch. So. Ach, die Soldaten verlieren Medipacks. Das ist nice. Harpoon. Vermutlich mit Sprengpfeilen oder so. Oh. Brauche nicht mit mir diskutieren, Soldat. Ach du Scheiße, ja, die haben mich erwartet. Ja, dann. Tennis. Bälle. Schicken ernsthaft Pistolen bewaffnete Leute gegen mich. So. Da die meisten ja jetzt tot sein dürfen. Das ist ein ganz gut, ne? Au. Ich wollte gerade sagen, sterb. Was bist du denn für einer? Wer bist denn du überhaupt? Wer sind denn die alle gewesen? Ja. Einen Bolzen habe ich schon mal wieder drin. Na gut, an Munition mangelt es jetzt nun wirklich nicht. Ach, wo ist die coole Agentenmusik? Ich will wieder Agentenmusik haben. Das ist sowieso halt geil, dann 13. Diese echt passende, epische Musik. Jones, kannst du mich hören? Ich verlasse gerade den Flughafen.
Carrington übernimmt hier. Er holt dich am Ausgang von Hangar 33 ab. Ja, bringen wir doch direkt den mitten in Gefahr, für den ich mir den Arsch aufgerissen habe, damit er gerettet werden kann. Uhu. Da oben. Na ja, klar, wahrscheinlich kommen da drin dann gleich Gegner. Ich hinterfrage jetzt gar nicht, wie ihr da hochgekommen seid. Zack. Oh, direkt in die Glatze. Das muss gestochen haben. Nein, 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 oh. 13 wurde getötet. Ja, Ruhe in Frieden. Obwohl wir ja schon etabliert haben laut Story, dass ich gar nicht 13 bin. Was machen die Monster denn? Es bleibt weniger als eine Stunde zum Entladen. Wir haben den Kontakt verloren, Colonel. Hat jemand vor kurzem versucht, die Luftschleuse zu öffnen? Sie ist noch. Schicken Sie ein paar Taucher. Ich will wissen, was da kommt. Den hat er nicht kommen sehen. Den hat er definitiv nicht kommen sehen, aber so davon nicht. Was zum. Oh. Keine Sorge. Ich übernehme. Guten Tag. So, klettern wir kurz hier hoch. Wie kann er seine Mütze verloren haben und gleichzeitig anhaben? Er ist der Dual-Mützenmann, ich wusste es. Oh, ich habe gerade alles stealth-mäßig erledigt und wurde nicht entdeckt. Manchmal überrasche ich mich selbst. Sturmgewehrgranaten und Medipack. So, hier drüben kommt er, die nette Stelle, wo sie ja sowieso mit mir rechnen. Sind von dir. Hier. So, schleichen können wir uns ja wie gesagt jetzt wieder sparen. Es ging daneben. Granaten den ganzen Tag. Granaten, so viel ich mag. Granaten fliegen so schön. Tut weh, ne? Jep. Kein Problem. So. Was vor denn nämlich sich hier alles krallt, nehme ich mir das. Bolzen. Und ein Pfeil. No smoking in this area. Jones, kannst du mich hören? Ich verlasse gerade den Flughafen. Carrington übernimmt hier. Er holt dich am Ausgang von Hangar 33 ab. Jo, weiß ich Bescheid, danke. Dieses Mal habe ich weniger Bolzen. Da oben. Okay. Aktivieren. Jetzt die Herrschaften, die da oben sind. Dort. In die Mütze, nicht in sein wertvollstes Schiff. So. Da die Großteil. Oh, Moment. Absolut perfekt. Der Plan hat sich geändert. Du musst das Schiff mit der Ladung versenken. Viel Glück. Ja. Du solltest die Ladung an der Schraube anbringen. Wofür habe ich jetzt den Stuhl? Ich dachte, hier kommt einer rein, den ich da den überziehen, oder?
dem ich das Ding überziehen kann. Aber das wird ja jetzt wohl nichts mehr. Klatscher! Zum Glück haben wir Bomben. Hier sollte ich nicht bleiben. Ich muss umkehren. Oh. Gibt's einen Timer? Au. War ja halb so wild. Sag mal, was sonst taktet. Interessant. Sehr interessant. Hopp, Luft holen. Und wieder nach unten unter. Ach, da muss ich hin. Geben Sie mir bitte Ihre Harpune. Danke, Sir. Jetzt sollte ich möglicherweise auftauchen. Jetzt habe ich 36 Harpunenpfeile. Oh mein Gott. Auftauchen. Und tschüss. Macht's gut, ihr Trottel. So. Ah, man kann die Leute auch so mit den Pfeilen erstechen. Level abgeschlossen. Ta. Treffen Sie Kempten auf Quai 33. Okay. Warum hab ich denn jetzt. Ach man, warum hab ich denn jetzt die Dinger weg? Naja gut, egal. An der Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.